Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Justin. Willkommen! Nein! Zurück bei The Last of Us Remastered. Und im letzten Part sind wir hier runtergefallen, was ziemlich schmerzhaft gewesen sein muss. Oh shit, ich höre Geräusche. Ich bin gerade hier in diesem Unterwasser-Dings, da keine Ahnung, warum ich bin. Wohin jetzt? Ja, das würde ich mich auch fragen, wenn ich in dieser Situation wäre. Oh, Taschenlampe, cool. Ah, stimmt. Habe ich schon wieder ganz vergessen, nachdem man einen Tag nicht mehr gezockt hat, so. Vergesse ich oft. Naja, eigentlich nicht. Die Steuerung. Genau. So, dann heben wir erstmal hier alles auf und wollen hier erstmal rauskommen. Dieses Mal nehme ich übrigens ziemlich spät auf. Aber ich ziehe ja sowieso bald aus. Deswegen bin ich extra noch ein bisschen lauter, so zum Schluss, kurz vorm Ausziehen. Um meine Nachbarn noch so ein bisschen zu provozieren. Ich bin so bösartig. Gut, erstmal will ich alle Sachen hier aufheben, die es hier gibt. Kann mich allerdings nicht entscheiden, ob ich jetzt weitergehe. Ah, da haben wir noch was. Moment mal, wieso kann ich nicht? Okay, da kann ich... Oh nein, shit. Scheiße, wisst ihr, was das Problem ist? Ich würde das gerne aufheben. Oh, scheiße, das ist Alkohol nämlich. Das würde ich sehr, sehr gerne aufheben, aber es geht leider irgendwie nicht. Weil mein Rucksack voll ist. Allerdings kann ich den Rucksack auch hier gar nicht abstellen. Weil hier alles voller Wasser ist. Und das ist ziemlich scheiße in dem Moment. Shit. Okay, wir werden erstmal weitergehen müssen. Wir müssen dann drauf scheißen. So, was haben wir hier alles? Munition haben wir alles. Molotov-Cocktails. Oh, shit. Oh, what the fuck. Oh, Jesus. Gefährlich. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Übrigens, wenn es dunkel ist, dann erschrecke ich mich immer viel schneller. Oh shit, what the fuck? Jesus. Chill mal, dein Leben, Alter. So. Zum Tauchen, okay. Hui. So, jetzt sind wir unter Wasser. Mal sehen, ob es hier irgendwas gibt. Und was ganz interessant ist, ja. Nope, da geht es leider nicht rein. Normalerweise würde ich jetzt kurz nochmal nach oben gehen, aber ich denke, meine Luft reicht. Ich hoffe es zumindest. Oh shit. Vielleicht hätte ich doch... Oh mein Gott. Oh, guck mal, da liegt einer. Guten Tag, Sir. Ich hoffe, Ihnen geht's gut. Oh, scheiße. Schnell, schnell, schnell. Oh, gut. Puh. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich glaube, wir sind jetzt... irgendwo. Genau. Einen Moment, bitte. Ich glaube, ich gehe nochmal zu diesem feinen, ja, reizenden Herr dort. Wo auch immer der gerade war. Wie jetzt? Was? Wie hat sich die Tür bitte geschlossen in so einer kurzen Zeit? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Habt ihr das gesehen? Da bin ich doch gerade erst durchgekommen. Als wäre sie jetzt in kurzer Zeit eingestürzt. Ich habe das Gefühl, da war irgendwas. Scheiße. Gott, diese Atmosphäre, vor allem wenn man das A mitspielt. Und vor allem jetzt, also hier unten. Ich habe auch vergessen, was passiert, um ehrlich zu sein. Was? Vielleicht was? Der Durchgang. Oh shit, Alter. Komm schon, lass mich alles aufheben. Munition. Gut, das Alkohol kann ich mal wieder nicht aufheben. Könnte ich aber jetzt genau gebrauchen. Ganz ehrlich, wenn ich er wäre, würde ich erstmal einen Schluck trinken. Ihr nicht? Ich schon. So. Ziemlich gruselig hier. Aber ich find's gut, dass er Ellie gesagt hat, dass sie nicht mit runterkommen soll, weil das wäre dann gefährlich für uns beide. Okay, wir müssen hier lang. Ich frag mich, was sie in der Zeit macht. Wäre cool, wenn es so eine Art kleinen Überblick gäbe von ihrer Szene, so ein Cut. Das Turm gehen. Das Turm gehen, ja. Habe ich natürlich vergessen, wie das funktioniert. Außerdem ist es spät und ich kann nicht mehr denken. Gut, diese Dinger müssen hier irgendwie weg, ne? Genau. Können wir hier hochklettern? Nee, ne? Sieht so aus, als könnte man da hochklettern. Ich glaube, das war irgendwas mit Tauchen oder sowas. Ich glaube, wir müssen tauchen irgendwo. Und irgendwas finden, glaube ich. So habe ich das noch ein bisschen in Erinnerung. Und ich glaube, meine Nachbarin fängt an, sich zu beschweren. Hoffentlich beschwert sie sich richtig. Das darf sie dieses Mal. Dann lache ich sie auch dieses Mal nicht aus. Vollkommen in Ordnung. Ach, guck mal. Wir können hier durch. Cool. Wir haben einen Geheimweg gefunden. Ja, das haben wir genau. So. Ich habe irgendwie Schiss, dass ich werde mich gleich erschrecken, so oder so. Ich werde dann so gleich so schreien. Oder? Können wir hier? Können wir hier? Ja, jetzt können wir es endlich. Mein Gott, Alter, aber auch, ne? Schreck. Oh, jetzt. Das Problem ist allerdings, dass wir das Alkohol gar nicht verwenden können.
Nope, wir können das Alkohol nicht mehr verwenden. Wir haben 3 Medikits und 3 Molotov-Cocktails. Klingen haben wir auch 3. Shit. So, laden wir erstmal alles auf. Voll ausgerüstet. Yay. Seht ihr, das hatten wir im letzten Mal nicht. Das ist einer der Gründe, wieso ich das Spiel nochmal spiele. So, bitte aufmachen. Shit, da ist gar nichts drin. So, dann gehen wir mal weiter. Ich wette gleich, sind irgendwo hier Klicker oder sowas. Oder habe ich gerade... Ich glaube sogar, ich habe gerade Ellie gehört. Um ganz, ganz ehrlich zu sein. Verdammt. Oh, shit. Okay, das bedeutet alles andere als etwas Gutes. Ah. Jetzt muss nur noch die Gasmaske kaputt gehen. Oh shit, what the fuck? Oh Mist. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Scheiß Fleet. Nee, was ist Ratten, ne? Iiii. Mein Gott, chillt mal euer Leben. Oder besser gesagt, so sucht euch lieber ein Leben. Ich guck mal kurz, ob es hier... Also, im Moment sieht es sicher aus. Ich gehe erstmal zuerst nach links, weil ich links da bin, genau. So, gib mir alles. Ah. Einmal mal bitte, ich werde erstmal meine Waffen nachladen. Okay, nachgeladen. Oh, shit. Was zum Teufel? Ach, X muss ich gedrückt halten, ne, genau. Es ist alles nachgeladen. Ich nehme lieber die Schrotflinte, mit der fühle ich mich am sichersten. Und dann bin ich hier mal voll equipped. Im schlimmsten Falle können wir auch das hier einsetzen. Das sind ja diese Sauchgranaten. Die hier im Gegensatz zu, wie bei Call of Duty, wenigstens einen Effekt haben. Also komm, jetzt müsste ich doch das... Ah, nee, das Alkohol kann ich immer noch nicht aufheben. Ich bin bis zum geht nicht mehr voll equipped. Ist ja nichts Schlechtes oder so, ne, aber... Gut, ich denke, wenn man zu viel mitnehmen könnte, dann wäre das Spiel zu einfach. Deswegen denke ich... Oh mein Gott, wo... Scheiße, wisst ihr, wo ich gerade bin? Ich bin an der Stelle, wo ich mich... Ja, die ich damals gehasst habe. Wo ich glaube, das Spiel 2 Tage lang nicht gespielt habe, nur wegen der Stelle. Ernsthaft. Kein Scheiß jetzt. Ja. Ja, da sind schon die ersten. Da oben sind die. Vor allem, die rennen auch rum wie so bekloppte Spacken, Alter. Oh shit, Alter. Ah, ich kann mich erinnern. Oh nein. Fuck. Ich kann den Part ja nicht mal beenden, weil er nicht gar nicht lang genug geht. Ich will ihn gar nicht beenden, aber mir wäre es lieber, wenn ich das am Morgen spiele. Weil das ist wirklich richtig gruselig. Wo bin ich denn hier gelandet? Hier, da war eine... Ich bin jetzt oben, ne? Also ich muss sagen, ein bisschen Schiss habe ich schon. Naja, habe ich gar nicht. Weiß gar nicht, was ihr denkt. Ihr seid echt merkwürdige Leute. Das muss man mal so sagen. Aber ich glaube, das wisst ihr ja schon. So, ich werde mich erstmal hier weiterhin umsehen. Puh. Diese Stelle ist wirklich die Stelle, die wirklich auch diese... Die andere Seite von The Last was zeigt. Wieso verwechsel ich immer mit Outlast? Obwohl bei dieser Atmosphäre... Oh shit, Mama Mia. Oh fuck. Ich hab mich gerade beschreckt bis zum geht nicht mehr. Und ich werde jetzt mal die Schranktüren öffnen. Gott, ich freue mich schon wieder, wenn ich Ellie in die Arme nehmen kann, Alter. Ich vermisse sie so sehr in dem Moment. Ich brauche jemanden, der mich beschützt. Oh shit, au. Ah. Da gehe ich gleich. Ihr habt ja vorhin auch jemanden langlaufen sehen, ne? Aber ich denke, das war nur so geplant. Damit, Oh shit. Guck mal, hier haben wir noch ein Klo. Gleich mal eine Runde. Schade, dass man das nicht wirklich machen kann, ne? Irgendwann müssen wir auf Klo. Guck mal, der chillt hier schon wieder. Der ist schon wieder eingeschlafen. Ja, das mache ich auch immer ganz gerne.
Ah, scheiße, wieso habe ich noch angefangen aufzunehmen? Am liebsten würde ich eher morgens spielen, bin ich ganz ehrlich. Morgens würde ich viel, viel lieber tun. Ich muss jetzt mal, ich weiß, was ich tun muss, und zwar unten befindet sich so ein Motor. Aber weiter weiß ich leider auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass wenn man den Motor... Ah, hier. Shit, Alter, mein Herz. Nee, nee, jetzt verstehe ich das. Jetzt kommen die, wenn ich die Karte aufhebe. Oh shit, sind das alles Klicker? Nee, ne? Oh shit, oh shit. Oh mein, nein, nein, nein. Meine Batterie ist sogar fast leer. Shit. Ja, und ich erst. Oh shit, komm schon. Töte ihn, töte ihn, töte ihn. Töte ihn. Oh. Töte ihn, was das? Bitte töte ihn. Oh shit, mein Herz, Alter. Ohne Scheiße, das ist nicht mehr witzig. Gib mir ab. Erstelle, erstelle, erstelle die Scheiße schneller. Mein Gott, wieso braucht ihr so lange? Oh bitch, was für Schlampen sind das denn? Wieso sind die so stark, Alter? Kommen die jetzt in unzähligen Malen oder was? Ja, die kommen jetzt einfach die ganze Zeit, ne? Ja, kommt alle her. Ihr seid alle willkommen. Herzlich willkommen bei meinem Hotel. Kommt her und bedient es euch. Ja, genau. Guck mal, da kommt schon der Nächste. Finde ich sehr cool, auch mal Gäste zu haben. Kleine Schlampe, Alter. Verpiss dich, du Bitch. Keiner mag dich. Nicht mal deine eigenen Eltern. Ganz ehrlich, schießen will ich eigentlich gar nicht. Wenn ich nur wüsste, wo es dann lang geht. Aber ich denke, ich habe jetzt alle vier umgebracht. Zumindest sehe ich keinen mehr. Glaub mir, ich werde gleich schreien, bis zum geht nicht mehr. Es dauert nicht mehr lange. Einen Moment mal bitte, ich will erstmal... Oh shit. Und zwar, was ich machen muss, ich muss erstmal... Muss ich denn hier lang dann? Nee, ne? Die Karte, wo kann ich die dann einsetzen? Das ist hier die Frage. Gut, ich werde mich mal ganz kurz heilen, weil wir haben ja sowieso so viel davon. So. Gut, einen Moment mal bitte. Ich muss mich ja... Genau, ich würde erstmal gucken, gerne sehen. Weil da unten befindet sich ein Motor. Das ist das Einzige, was ich noch weiß. Die Karte brauchen wir natürlich, um irgendeine Tür zu öffnen. Wegen Sicherheitsmaßnahmen, bla bla bla. Und wow, der war auf Klo. Ja, dann sitz mal weiter. Und ich bin mir sicher, dass sich diese Tür hier irgendwo befindet. Oh shit. Aber eine gute Sache wenigstens. Oh, was haben wir hier? Genau, hier war ja die Karte, ne? Und hier sind die, die ich ermordet habe. Gut, wo ist die Tür? Hier ist die Damentoilette. Da gehe ich mal rein. Aber das spielt jetzt gar nichts zur Sache. Gut, hier ist die Damentoilette. Da geht's nicht rein. Ist sowieso bedeckt mit Holz. Eine Tür mit einem Schlitz. Oh mein Gott, das sagt sie auch immer. Oder war es unten die Tür? Kann auch sein, dass sie unten war sogar. Oder nee, denke nicht. Sobald ich weiß, wo die Tür ist, habe ich das schon wesentlich einfacher. Weil... Ja, es muss... Exit, hier haben wir es ja, glaube ich. Ah, hier geht's lang, glaube ich. Das Ding ist, diesen Motor muss man irgendwie einschalten, um den Strom zum Laufen zu bringen oder sowas. Genau hier war das. Sag nicht, ich kann jetzt einfach so hier lang, oder? Shit. Geht's? Oh Mist. Ja. Das ist es. Das ist das Problem. Wir haben nämlich keinen Strom. Und mir jetzt den Weg noch zu merken, wo genau ich lang muss und so weiter und so fort. Okay, ich werde es tun, Leute. Ich werde mir den Weg merken. Okay, einen Moment bitte. Hier ist es, okay. Ich höre schon, welche Missgeburten hier rumschleichen. Okay, geradeaus einfach. Okay, ich verstehe. Ja, ich weiß schon wie. Gleich geht es richtig ab. Also gleich geht die Post ab. Also haltet euch bitte fest, aber richtig fest. Oh, einen Moment bitte. Einen ganz kurzen Moment. Gut, nach oben. Okay, ich hab's. Passt schon.
Hab's jetzt schon mal gespielt, alles ist gut. Alles ist okay. Am liebsten würde ich den Ton ausschalten, einfach durchsenden, aber... Shit, ja, jetzt geht's ab, jetzt... Oh, shit! Oh, fuck! Oh, mein Gott! Noch! Oh! Jesus, verpiss dich! Ich hasse dich! Lass mich jetzt... Oh! Ich hasse diese Stelle! Oh, einen Moment bitte! Einen Moment bitte! Einen Moment bitte! Mein Herz, ich kann nicht mehr! Sorry, einen Moment bitte, sorry, ernsthaft. Ich brauche eine Sekunde kurz für mich. Ich wusste es. Ich wusste es. Wisst ihr, was ich nicht gewusst habe? Ich wusste es, dass es diesen einen fetten Zombie dort gibt. Aber ich wusste nicht, dass er sich genau beim Exit befindet. Oh shit, Alter. Oh mein, ich bin jetzt heiser bis zum Scheiße, Alter. Ich habe echt Angst, dass ich meine Stimme verliere, ohne Scheiß. Hör. So viel dazu. Ich muss zu Ellie. Oh shit. Ah, oh, der Part ist bald vorbei. Heute lasse ich es lieber mit ihm aufnehmen. Ja, sonst verliere ich noch meine Stimme. Das wäre nicht so schön für Let's Player. So ohne Stimme zu Let's Playen. Egal, mir geht's gut. Das ist alles bestens. So, was haben wir hier? Gut, paar, genau. Ich bräuchte mal einen Tee oder sowas. Um meine Stimme ein bisschen aufzufrischen. Also ihr hört ja selbst. So, was haben wir denn hier? Genau, das können wir wieder ein bisschen. Genau, damit wir das Alkohol wenigstens mal verschwenden. Ich will das in der Aufnahme sehen, wie das aussah, Alter. Das stimmt, richtig peinlich, der Strei, aber... Ach, hier können wir unsere Waffe verbessern, das ist nice. Das mache ich natürlich in diesem Part noch. Genau, was haben wir denn? Das ist eine sehr gute Frage. Welche Waffe benutze ich denn? Die benutze ich am meisten. 30. Nachladetempo, sehr, sehr wichtig. Ach shit. Wieso geht das nicht? Ah, ich brauch... Okay, ich habe erst Level 2, ich brauche aber Level 3. Rückstoß vielleicht auch mal. Auch wenn das jetzt nicht gerade so wichtig ist. Nochmal? Nee, Quatsch. Nachladetempo hier, schaut euch mal das an. Shit, das geht nicht. Reichweite. Oh, das ist cool. Zielgeschwindigkeit. So. Der ist halt immer wieder cool, wenn man die Pfeile aufheben kann. Das ist sehr, sehr praktisch, muss ich sagen. Man verschwendet keine Munition. Na, das hält. Genau. Oh, so. Das war's auch für die... Also, es war wirklich der schlimmste Part bis jetzt hier bei Outlast. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bewerten, kommentieren, nicht vergessen, abonnieren, jetzt meinen Kanal, um der Nation beizutreten. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao!